Hallöchen, ihr Lieben. Viele haben ja gefragt nach dem Vlog, ob ich einmal, das ist ganz komisch so zu filmen, ob ich einmal zeigen kann, wie ich die Soße für die Hähnchen gemacht habe. Und das wollte ich euch jetzt zeigen. Das bietet sich gut an. Wir haben uns bei Wish so einen kleinen Ständer bestellt. No, ich hab Ständer gesagt. Nein, aber wir haben so einen kleinen Ständer bestellt und da steht jetzt das Handy drauf. Das ist so ein kleines Stativ. Das ist supi. Das teste ich gerade aus. Dann gucke ich mal, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe und zeige euch, wie ich die leckere Soße mache. Los geht's! So, wir brauchen ein Schüsselchen. Ist natürlich ganz wichtig, ne? Dann nehme ich Rapsöl. Rapsöl wegen Weight Watchers. Wir haben zwar auch noch anderes Öl hier. Ich könnte jetzt lieb zu meinen Beinen sein, weil die essen das nur. Aber mache ich nicht. Dann kommt also ein guter Schuss Öl hier rein. Guck mal da. Öl. Dann so die Hauptzutat. Ich habe das auch wirklich in einer riesen Flasche. Maggi. Ich mache das immer nach Gefühl. Ne? Ich mache jetzt also, ich habe da jetzt nicht wirklich ein Rezept. Ihr seht ja, wie lange ich so mache. Ne? So. Dann kommt da Brathähnchen, Gewürzsalz mit rein. Damit auch nicht sparen. Das wird dann hier so mit reingeschüttet. Und Paprika Edelbüb gemahlen. Ich mache das mal ganz auf, weil ich glaube, das mache ich jetzt auch ganz leer. Machen wir auch schon wieder Neues. Wenn ihr euch darüber wundert, was hier plätschert, das ist unser kleines Aquarium. So. Und dann sieht das so aus. Und dann vermische ich das Ganze schon mal mit dem Pinsel, womit ich das dann auch nachher einreibe alles. Also die Hähnchenschenkelchen hier. Also der Ofen ist mittlerweile schon an. Barf gut gerührt. Ich sage mal, damit dann ist die dunkle Pampe fertig. So sieht das also aus. Jetzt kommt eigentlich das Ekeligste. Ich muss einmal probieren. Ich muss echt probieren. Und ich finde, es ist schon wieder perfekt geworden. Seht ihr? Brauche ich nichts mehr. Ja, kommt. Ein bisschen Brathähnchenwürzsalz noch rein. Das schadet nie. So. Noch etwas davon dran. Und dann verteufle ich auch schon die Hähnchenschenkelchen. Das ist immer so komisch, es geht ganz automatisch sonst immer, aber ich filme mich jetzt. Natürlich habe ich mir vorher meine Hände gewaschen. Also gehört ja dazu, ne? Janine macht ein Gewürztutorial. Supi. Und dann streiche ich die Hähnchen einfach so an. Und dann ist da auch nichts trocken dran und alles so schön verteilt. Dann lege ich das hier einfach aufs Blech drauf. Und hier oben, wo ich meinen Finger festgehalten habe, muss natürlich auch noch was dran. Und dann ist eigentlich das Hähnchenschenkelchen schon fertig. Ich will euch jetzt nicht zeigen, wie ich jedes einzelne Hähnchen einschmiere. Ja, und das ist eigentlich die Hähnchensoße, ne Schatzi? Mhm. Das ist übrigens sehr super hier zum Filmen. Ja, ist mega. So, jetzt habt ihr auch mal ein kleines Tutorial, wie ich diese Hähnchensoße hier zubereite. Ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, ob ihr auch so eine ähnliche Soße habt, die ihr zusammen pratscht. Oder wenn ihr es mal macht, schreibt mir mal, wie es euch schmeckt. Das würde mich nämlich auch sehr interessieren. Ja, ich wollte gerade sagen, ich habe nicht aufgenommen, aber ich sehe, da unten läuft die Zeit. Das wäre es jetzt gewesen, Leute. Weil ich habe kein Paprikapulver mehr. Ich hätte das nie wieder machen können. Ja, so. Es gibt auch kein Paprikapulver mehr. Ich habe das jetzt fertig und ich mache die anderen jetzt auch soweit fertig. Gut, ich hoffe, das hat euch gefallen, das kurze kleine Video, weil es wollten einige sehen. Viel Spaß beim Nachmachen und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.